Jawohl. Ich wollte gerade sagen, kriegen wir das so hin? Und wir haben das Feld so deaktivieren können. Das war jetzt ein bisschen unfair, ne? Hier um die Ecke, direkt zwei hinzupostieren, die, ne? Wie soll ich sagen? Schabernack treiben. Nein, die Munition ist voll. Was? Wir können nur 90 Munition tragen? Okay. Naja, okay. Naja. Das sind drei Magazine im Prinzip, ne? 30 Schuss. Eins ist drin, zwei können wir tragen. Hm, relativ logisch eigentlich. Da können wir nichts machen, da war der Stecker nur drin. Warning, Sentries in this area. Wir brauchen wieder ein paar Medikits oder so. Hier habe ich jetzt ganz viel durch die Gegend geschleudert. Naja, kommt vor. Alle beide erwischt. Ah, hier ist noch ein Granate. Ah ne, Quatsch, hier dieses komische Ding für die Combine-Waffe da, was da so abgeht. Was die Combine sofort vernichtet sozusagen. Oder generell Mobs sofort vernichtet, außer Bossgegner. Ladedaten. Boah, ich hoffe, wir kriegen jetzt noch ein bisschen Gesundheit und Anzug. Wir sind gerade echt knapp bei der Sache. Ladebildschirm, da, da, da. So 20 Sekunden dauert der ungefähr. Da ist jetzt noch ein Kontrollraum vor dir. Scheint immer noch besetzt zu sein. Wow! Alter, von der. Scheint immer noch besetzt zu sein, okay. Müssen wir da ein bisschen anders an die Sache rangehen, wa? Kann ich mich da bin? Ja, lass mich aber vorher mal heilen hier, wenn das geht. Sollten noch ein paar Geschütze. Ah! Alex kommt jetzt zu uns, okay. Ja, danke, Alex. Ich habe nicht viele Leben und soll jetzt die Stellung halten. Und hier kommen so viele Soldaten hin. Ja, das wird ja großartig. Ah, von der anderen Seite auch noch. An die Seite habe ich ja gar nicht gedacht. Ich habe nur an die eine Seite gedacht und die eine Seite auch nur gesehen. Wow. Ich hoffe, dass das läuft. Ich hoffe, den habe ich erwischt. Hört sich jedenfalls gut an. Sieht aber so ein bisschen aus, als hätte ich daneben gezielt. Nee, doch nicht. Das ist nur die Textur. Wie lange muss ich denn hier die Stellung halten? Von beiden Seiten oder nur von einer? Ich schätze mal von beiden. Ups, ups. Nein, das war nicht mein Ziel. Das wollte ich gar nicht. Welche Seite? Ich muss jetzt echt ein bisschen defensiv spielen. Nicht nur, weil hier Combines kommen. Wow. Sondern auch, weil ich nicht mehr so viele Leben habe.
Ich brauch echt Leben. Und mein Gott, wie lange brauchst du, Alex? Wie lange braucht die denn? Ja, ich versuch's ja. Problem ist nur, ich krieg's gerade nicht so richtig hin. Der hat nämlich einen Turm gerade hier ausgeschaltet. Ich versuche die so aktiv wie möglich zu halten, liebe Alex. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Ich hoffe es jedenfalls, dass da keiner mehr kommt, weil wir haben nur noch... Alter! Hat leider länger gedauert. Schön, dass du okay bist. Mal sehen, ob wir Dr. Mossman finden. Über diese Station scheint der Zugriff leichter zu sein. Ich wette, sie war die ganze Zeit da oben. So. Also, viel Leben habe ich jetzt nicht mehr und ich kann auch hier gerade nichts mehr auffüllen. Wie ist sie? Augenblick. Wie hart? In deinem Gebiet. Deswegen rufe ich nicht an. Was Wir hat sie vor? Versprochen, Eli in Ruhe zu lassen. Oh mein Gott. Die Soldaten waren etwas übereifrig. Sicher, aber wir konnten ihn nicht gehen lassen. Besonders da Gordon Freeman nicht zu fassen ist. Hätten sie auf mein Signal gewartet, hätten sie jetzt Freeman. Wir waren uns nicht gerade sicher, ob das noch passieren würde. Menschliches Blut ist dicker als Wasser. Dr. Breen, wie ich bereits sagte, Sie können Elis Zustimmung nicht erzwingen. Sie müssen ihn selbst... Ich kenne Dr. Vance viel länger als du, Judith. Deine Gefühle für ihn haben dich wohl geblendet. Gefühle? Mit Gefühlen hat das nichts zu tun. Fakt ist doch, dass wenn Eli Vertrauen hat in da unser... Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Mossman. Bitte, Dr. Breen. Bedauere, Judith. Ich habe keine Zeit. Das glaube ich nicht! Auf geht's, Gordon. Jetzt muss es wirklich schnell gehen. Geh schon voraus. Ich knacke die nächste Sicherheitsstufe und komme danach, sobald ich kann. Ich wusste doch, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Judith Mothman, aber ich wusste nicht mehr was. Jetzt wissen wir's. Sie hat uns verraten. Sie hat uns verraten. So einfach ist das im Prinzip. So. Sie hat jetzt hier uns das Ding geknackt. Was heißt? Können wir da rein? Nee. Da möchte ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich rein. Aber die Combines haben das hier echt komplett umgebaut. Umgeändert. Aber wohin gehen die Dinger dann? Achso, hier sind die Schienen. Ah, alles klar. Jetzt verstehe ich das. Ich glaube, wir müssen auch gleich in so ein Tankding da rein. So, sind wir hier richtig? Ich hab's im Gefühl. Bin mir aber nicht sicher. So, okay. Ich gehe jetzt extra die Treppen so runter. Ne? Damit ich hier um die Ecke gucken kann, mehr oder weniger, wenn man so will. So, 51 Leben, mein Gott, das ist ja so gut wie nichts mehr. Das ganze brennbare Zeugs mal da rein. Uah. Ach komm, egal. 6 Schuss für den Revolver und sonst nichts. Das ist ein bisschen happig, sag ich mal. Ich komme hier nicht durch die Tür. Jetzt geht's. Okay, die Dinger können wirklich nicht explodieren oder sonstiges. Schade. Oder gut, andererseits. Sonst hätten wir die jetzt die ganze Zeit schon zum Explodieren gebracht. Oh Mann. Irgendwie müssen wir die Konsole scheinbar ausstellen. Weil, wenn ich das so richtig sehe, kriegen wir hier an der Leiter auch Schaden, oder? Ne, wir kriegen nur hier einen Wasserschaden. Gut. Ich habe extra gespeichert. Also an der Leiter kriegen wir keinen Schaden, wir kriegen nur
im Wasserschaden. Das heißt, wir müssen wohl oder übel hier über die Rohre gehen. Ja. Okay, ich konnte es noch nicht mal ausschalten, jetzt die Konsole. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich die ausgeschaltet und dann ist das, quasi, wow. Wirklich richtig ausgeschalten. Der Barnacle hat erstmal schön fett. Oder frisst gerade immer noch schön fett. Den Headcrab. Vielleicht kriegen wir... Okay. Den Barnacle ja so getötet. Mit irgendwas Schwerem. Wie zum Beispiel dieser Kiste. Aber ich glaube eher nicht. Wir müssen ihn mal eben so erledigen. Damit wir hier rüberspringen können. Ohne dass wir von dem Barnacle erwischt werden. Ohne dass wir von dem Barnacle erwischt werden. So. Das Ding ist, ich muss irgendwie die Konsole da ausstellen. Oder kann ich eventuell mich so darüber, ohne die Konsole auszustellen? Ja, ich glaube, ich komme da so rüber, ohne die Konsole auszustellen. Okay. Selbst auf der Konsole drauf kann man nicht, und um sie auszustellen. Also, der Barnacle ist jetzt tot. Ja, der ist tot. Jetzt komm, lass mich mal hier durch. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Das war so richtig, richtig knapp. Krass, wir haben es aber geschafft. Das ist gut. Okay. Dann muss das eben ran. Alle erwischt. So ist das schön. So lobe ich es mir. Da ist die Combine-Waffe echt gut für. Muss ich mal so sagen. Ah, Leben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann holen wir uns mal ein paar Leben. Achso, das kam gerade davon. Ich glaube, den kann man hier auch nicht ausstellen. Aber irgendwo musste man den, glaube ich, ausstellen. Jetzt. So, mit 100 Leben und 30 Anzug geht es dann mal weiter. Ich darf nicht so zittrig auf der rechten Seite sein von der Waffe. Man muss, wenn überhaupt, mit links schießen sozusagen. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich so zittrig bin, dass ich sehr, sehr schnell uns wieder in den Tod stürze. Weil ich uns mit der rechten Maustaste dann hier die Spezialwaffe da, hier die Granate rausfeuer. Also, hier stehen überall Warnungen, von wegen Turrets in der Nähe und so, aber bis jetzt, muss ich mal so ganz ehrlich sagen, habe ich noch nirgendwo einen Turret gesehen. Shit. Wir kriegen Besuch. Zwei habe ich auf jeden Fall jetzt erledigt. Von den Combines. Ich glaube, wir kriegen jetzt richtig dick Besuch mit einem Helikopter, so wenn ich das so richtig verstanden habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
jetzt noch mehr Soldaten rein. Vielleicht sind noch Türme in der Nähe. Schnell, aktivier sie. Es gibt Soldaten auf allen Seiten. Der hat den einfach mal umgekickt. Der hat den einfach mal umgekickt. Nein! Die kommen von hinten. Ich dachte von der Seite. Der kam einfach mal so und hat den umgekickt, ey. Ah, nein! Auf allen Seiten und ich habe nur 3 Turrets. Ja, supi. Ich hoffe, wir überleben das. Ich hoffe einfach, wir überleben das. Oh Mann, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Weil die auch sehr schwer zu sehen sind gerade. Oh Mann. Die wahre Soldatenflut, wa? Oh nein. Oh nein. Oh nein! Ach Mann! Es wird so ein harter Abschnitt. Es wird so ein kackharter Abschnitt. Es gibt Soldaten auf allen Seiten. Es gibt Soldaten auf allen Seiten, ja super, ey. Komm schon, eben schnell den Suit auffüllen. Von hier an müssen wir dann gleich kämpfen.